Hallo ihr Lieben, in diesem Video werde ich euch meine Lieblings-veganen crazy Foodspots in Berlin zeigen. Also solche Sachen findet ihr einfach nur in Berlin. Es sind so krasse Sachen dabei. Geile Konzepte, absolute Geschmacksexplosionen, Sachen, die man wirklich sonst nirgendwo sieht. Hammergeil, viel Spaß beim Video. Holt euch was Leckeres zu essen, weil sonst haltet ihr das nicht aus. Es gibt seit ein paar Monaten diesen Milchreisladen in einer Invalidenstraße in Mitte. Moritz heißt der, also More Rice, so würde ich es nennen. Vielleicht heißt auch der Gründer Moritz, I don't know. Wortspiel, immer cool. Ihr seht, es ist designmäßig total schön. Es ist mit einem Pop-Up Maloa Poke Bowl Store zusammen. Ich finde, es passt auch super gut zusammen. Ihr habt ganz viele verschiedene Milchreissorten. Es gibt auch zuckerfrei, es gibt vegan, es gibt nicht vegan. Ihr seht hier Pistazie, Spekulatius, Erdbeer, Kokos, Sugar-Free, Cheesecake, Peanut Butter. Ja, sich dazu entscheiden, richtig schwer. Ich weiß gar nicht, ob man mixen kann. Könntet ihr vielleicht mal fragen. Und das sind dann die ganzen Toppings, die ihr da in den GN-Behältern seht. Ihr seht, es sind so Kokosraspeln, es sind verschiedene Art von Nüssen. So ein bisschen, wie man es aus dem Frozen-Joghurt-Laden kennt, nur eben in Healthy, weil es jetzt keine Smarties oder Giotto oder sowas gibt. Und ich habe dann einen Spekulatius-Reis genommen mit gebrannten Mandeln. Dann habe ich, was habe ich dann? Ja, natürlich Lotus-Kekse. Also es war alles so in diesem weihnachtlichen, zimtigen Theme. Und ja, dann habe ich noch Zimtzucker drauf gemacht und Kekse. Und das Test dazu gibt es nachher, den Test. Und dann noch Mandelbutter. Da hat sie ein bisschen Probleme, die aus der Flasche zu bekommen. Hat sie da mit dem Löffel gemacht, auf meine Anweisung hin oder meinen Vorschlag hin. Genau, die zweite Bowl, die ich mir geholt habe, weil ich war einfach überfordert, das war zu viel. Es gibt auch verschiedene Größen. Das ist übrigens die große Größe gewesen. Mindestens 350 Gramm Milchreis sind da drin und dann noch Toppings. Also um die 500 Gramm bekommt ihr da pro Portion. Genau, da habe ich die Cheesecake-Basis genommen mit Heidelbeeren. Die sind ungesüßt, seht ihr gleich. Dann Heidelbeermarmelade und nochmal, ja, Keksbrösel, also es ist wirklich so richtig Cheesecake-Style, wenn schon, denn schon, dachte ich mir. Und dann kam da noch Mohn drauf. Ich fand irgendwie, das war passend. Ich habe dann für euch nochmal die kleine Servicestation gefilmt, wo es Löffel gibt. Übrigens haben die eine Kooperation mit Koro, also ganz viele von diesen Toppings und auch, glaube ich, Nussmusen, die in dem Milchreis und auch als Topping verfügbar sind, sind von Koro. Sehr cool, wusste ich erst gar nicht. Bin jetzt nicht deswegen hin, aber passt ja auch irgendwie. Alrighty, da sind die. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Sie wiegen übrigens beide um die 530 Gramm. Also wer sich fragt, wie viel hier ungefähr drin ist. Ich vermute, oh, es riecht so gut. Oh mein Gott. Ich vermute von den Toppings her vielleicht so 150 Gramm. Der Rest Reis 400, 400. 350? I don't know. Ich habe hier einen normalen Löffel. Ich mag diesen Holzlöffelgeschmack einfach gar nicht bei mir. Also das hier ist die super winterliche Bowl. Der Spekulatiusreis mit Butterkeksen. Mit Lotusbröseln, mit Mandelmus. Ich glaube, das ist gesüßt. Das probieren wir gleich. Es sieht so krass gut aus. Und dann haben wir hier Mohnstreusel, Heidelbeerkompott oder Heidelbeeren einfach. Dann Heidelbeermarmelade, blaue Marmelade und nochmal Keksbrösel und unten drunter ist Cheesecake-Reis. Und ja, oh mein Gott, ja, ich glaube, ich fange auch mit dem an tatsächlich. Ich versuche erstmal nur den Cheesecake-Reis zu probieren, um den Geschmack irgendwie zu haben. Okay, da ist schon ein bisschen Mohn- und Butterstreusel dabei, aber sollte kein Blaubeergeschmack. Wisst ihr, an was mich das gerade erinnert? Für diejenigen, die mein Atlas-Riegel-Video gesehen haben. Es hat Earl Grey-Vibes. Ich weiß nicht, was das ist. Es schmeckt nicht nach Cheesecake. Dieser Reis schmeckt nach Earl Grey. Okay. Weird. Eventuell war es nicht so die geile Wahl. Konsistenzmäßig aber gut. Ist sehr sämig, also sehr durchgezogener Milchreis eben. Also da kann ich mich nicht mehr verschmecken. Original nach Earl Grey. Ich weiß nicht, ob das irgendeine so eine Art Zitronenaroma ist oder so, was die da reinpacken, aber es ist nicht geil. Ah, schade. Oh mein Gott. Na gut, also wenn ihr das wisst jetzt, es schmeckt nach Cheesecake, es schmeckt nach Earl Grey. Streusel mit Mohn. Ja, geil. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hole mir das nochmal mit einer Basis aus Kokosreis. Das wäre eine geile Kombi. Weil die Butterstreusel, also diese, die
Irgendwie sind die gefühlt süßer als normale Butterkekse. Es wäre dann nochmal brauner Zucker drumherum. Keine Ahnung, ob das so ist. Das ist die Blaubeermarmelade. Also hier sind auch so richtige große Blaubeerstückchen noch drin. Und das schmeckt nicht wie irgendeine normale Blaubeermarmelade aus dem Supermarkt. Schmeckt fast schon eher wie so ein Kompott. So richtig homemade. Geil. Und das hier sind die Blaubeeren. Ich glaube ehrlich gesagt fast, dass das so gut wie das gleiche ist. Nur hier ist es noch ein bisschen kleiner gepüriert. I don't know. Werden wir jetzt geschmacklich gleich merken, auch von der Süße. Mm-mm. Das hier sind einfach nur pure Blaubeeren. Aber ich glaube, die haben genau aus denen eine Marmelade gekocht, weil das ist gar nicht süß. Das sollte zuckerfrei sein. Nur halt Fruchtzucker, für die es interessiert. Oh Mann. Also der Milchreis schmeckt mir leider gar nicht. Also für diejenigen, die da Probleme mit haben und Earl Grey nicht mögen, holt euch das nicht. Jetzt probieren wir mal das Zeug hier. Und ich muss mal gucken. Ich will natürlich auch wieder den Reis zuerst probieren. Das ist der Spekulatius-Reis. Oh mein Gott. Der ist auch schon so richtig farblich. War der schon so zimtig? Der riecht auf jeden Fall nach Spekulatius. Wow. Nicht nur Unterschied wie Tag und Nacht. Aber dieser Milchreis, krass. Es schmeckt wirklich nach Spekulatius. Da sind irgendwelche anderen Gewürze noch mit drin. Die Reiskörner sind der Hammer. Der hier ist auch, also der hier war gefühlt ein bisschen matschiger noch von der Konsistenz. Der hier hingegen, der ist, du hast richtig noch dieses leicht milchige zwischen den Reiskörnern. Wow. So, dann haben wir gebrannte Mandeln. Ihr seht, die sind, die hier lag schon so ein bisschen im Reis. Die anderen sind wie so dusted irgendwie. Sie mal probieren. Halt geil. Sind die Lotuskekse? Lotusbrösel. Naturally vegan. Ja, das ist halt original Lotuskeks. Geil. Die Butterkekse haben wir schon probiert. Und dieses Nussmus, das ist, glaube ich, kein pures Nussmus. Ich würde behaupten, da ist Zucker mit dabei. Rohrzucker oder so. Aber vielleicht irre ich mich. Da ist irgendeine Art von brauner Zucker noch mit dabei. Ich gebe zu, es ist ja ein Vegan-Video. Das ist jetzt nicht ganz vegan, weil die Milchreisbasis und ich denke auch die Butterkekse nicht vegan sind. Aber der könnte halt genauso gut vegan sein, wenn man die Butterkekse mit irgendeinem anderen Apfelmus noch ausgetauscht hätte und halt einen Kokosmilchreis genommen hätte. Wo ich glaube, der Spekulatius ist sogar vegan. Mm. Und hier hätte ich euch sowieso den Kokos empfohlen. Ja. Also, der hier, I don't know. Aber der hier, Winter Dreams Come True. Also, das ist so geil, das Zeug. Wow. Ich werde auf jeden Fall nochmal hin, um auch diesen zuckerfreien irgendwann zu probieren. Boah, die Kombi aus diesen crunchigen, zuckrigen Butterkeksen und dem Milchreis und ein bisschen von der Mandelbutter ist so geil. Es ist alles andere als gesund, aber es ist so lecker. Dann war ich bei The Sanctuary und es ist alles vegan, vegetarische Gebäckkunst, vegetarische, italienische Gebäckkunst, wollte ich sagen. Man kann nur mit Karte zahlen. Ihr seht, es gibt alle möglichen Pastries, nenne ich es mal. Alles, was so in Richtung Croissant und Brioche-Teig geht. Und sie haben auch Focaccias, die sind weiter hinten. Die haben mich heute aber nicht so interessiert. Ich bin eigentlich, wenn ich auswärts esse, meistens auf süß getrimmt, meistens nicht immer. Und ich konnte mich so gar nicht entscheiden. Es gibt Schoko-Croissants, die sind aber nicht mit diesem normalen Schokostick gefüllt, sondern das hat er mir da auch erklärt, total nett übrigens auch, sondern mit so einer Creme. Und das ist wahrscheinlich eine ähnliche Creme, die auch in diesen Buns drin ist. Ich habe nicht das Schoko genommen, sondern das mit Pistazie, was ihr jetzt hier auch seht. Das hat echt lange gedauert. Und ja, die Review dazu seht ihr später. Es gibt aber auch noch eins, ein Ultra Deluxe Pain au Chocolat, wo noch Birne mit drin ist und auch so eine Creme. Das Allerlustigste an der ganzen Sache. Ich glaube, ich starte mit dem. Mit dem Pistazie. Ja. Erzähle ich euch jetzt, weil das ist tatsächlich der Laden, den wir uns ganz am Anfang als allerersten Laden für Chunks bei Koro damals angeschaut haben und auch den Mietvertrag schon kurz vor Unterschreiben waren, dann doch nicht gemacht haben. Und ja, so lustig. Sie bieten übrigens auch so vegane Workshops und sowas an, wenn das interessiert, für Pastry. So, und dann bin ich nach Hause und das Tasting gibt's jetzt. Viel Spaß. Das war echt, echt gut. Alrighty. Oh mein Gott, es wird so gut. 95 Gramm wiegt das gute Stück übrigens.
Also ein veganes Brioche-Bun mit so einer Sahnecreme und Pistazien drauf. Ich glaube, innen drin sind keine mehr. Wir werden das jetzt mal so richtig geil auseinanderreißen, dann sehen wir das ja auch. Oh mein Gott, doch. Oh mein Gott. Wow. Seht ihr das? Okay, das ist heftig. Krass. Ich werde jetzt einfach mal fett reinbeißen. Aber das, wow. Das ist nice. Das ist halt nicht crunchy, das hat er mir auch gesagt. Sehr creamy und doughy. Und genauso ist es auch. Das Brioche ist nicht zu süß. Hat so richtig, richtig diese geile Konsistenz. Hat nicht so ganz krass diesen Milchgeschmack wie nicht veganes Brioche, das muss ich sagen. Das fehlt so ein bisschen, es ist schon brotiger. Aber ist geil. Ich probiere jetzt nochmal die Pistaziencreme, die wirklich nur ganz in der Mitte ist. Da ist leider nicht so viel drinnen. Aber die ist auch echt nicht zu süß. Und die Sahne selbst auch nicht. Also die ist eher noch das Süßeste. Dann kommt die Pistaziencreme, dann das Brot, also Brioche. Aber das ist jetzt nicht so übelster Zuckerschock, tatsächlich. Ja, ich finde es richtig gut. Ich weiß nicht, ob ihr von Madame Palomas schon gehört habt, Bakehouse. Das ist in Friedrichshain auch so eine Art Brioche-Laden. Soweit ich weiß, haben die nichts Veganes. Aber das kommt dann mal in einem Sweet Food Spot nicht vegan Video für Berlin. Weil die machen eigentlich genau das. Auch so Brioche, die mit verschiedenen Pastry Creams gefüllt sind, in krassen Formen aber noch. Also das ist jetzt so ein klassisches Bun. Bei Madame Paloma haben die wirklich ja eher noch so ein, also richtig crazy. Das zeige ich euch dann nochmal. Das ist auf jeden Fall auch sehr fancy. Aber also richtig gut und vor allem, wenn ihr irgendwie ein fancy Food haben wollt, was wird sicherlich kalorienreich reinhauen, aber jetzt nicht, eigentlich zuckermäßig total umhaut. Und es ist halt vegan. Voll geil. Schmeckt man noch ein bisschen bei der Sahne. Ich glaube, ich weiß auch, welche die benutzen, aber ist gut. Und die Pistaziencreme ist halt auch nicht, ist jetzt nicht so eine Zuckercreme, wie eben, wie man die aus dem Glas kennt oder so. Und man hat ein bisschen Crunch immerhin in diesen Pistazien obendrauf. Das ist Kamkaffee, das kennt ihr vielleicht noch genauso aus meinem Cinnamon Bun Test Vegan Video Berlin, wo ich die besten veganen Zimtschnecken aus Berlin probiert habe. Wie ihr sehen könnt, es gibt aber auch eine herzhafte Garlic Butter Bun, noch ganz viele andere Sorten, immer auch Specials alle paar Wochen. Das hier ist die ganz klassische und ihr seht, wie geil und perfekt sie aussieht und zwar so perfekt, dass wir sie auch bei uns im Laden anbieten jetzt. Ich kann euch die ganz klassische auf jeden Fall immer empfehlen. Ich finde sie so verdammt lecker. Sie ist außen crispy, ist aber trotzdem richtiger Moist Dough, nicht zu fluffy, aber trotzdem richtig geil. Und das Glaze ist halt nur sehr süß. Man muss es auf jeden Fall sehr süß mögen. Ich feiere es total. Ist halt einfach irgendwie genau richtig und sie wiegen so um die 130 Gramm. Genau, dann haben sie aber eben auch Specials und im Moment war das die Peanut Butter Jelly Schnecke. Da war mir ein bisschen zu wenig Peanut drin, um ehrlich zu sein. Das Video dazu blende ich euch jetzt auch nochmal ein. Aber ja, da hätte wirklich ein bisschen, ich hoffe, ich finde es noch, sonst reicht das hier, hätte auf jeden Fall mehr Peanuts sein können. Jelly hat man geschmeckt, Erdbeer, aber... Tada. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, alle Art von Schnecken irgendwie nochmal ein bisschen warm zu machen. Einfach ein bisschen Milch drüber träufeln, ganz kurz in die Mikrowelle, wirklich nur so 10, 20 Sekunden maximal, dass sie nicht zu doll austrocknen. Aber die Kamschnecken sind sehr süß, muss ich sagen, aber das mag ich gerade. Die sind nicht so krass fluffig und nur teigig wie manche andere Zimtschnecken, also Zeit für Brot oder sowas, was ja auch manche mögen, sondern die sind irgendwie so, sorry, Denglisch, more moist. Das feiere ich so sehr. Hier oben drauf ist, wie man sehen kann, Erdbeermarmelade und auch noch kleine Erdbeerstückchen. Ich probiere mal so ein Erdbeer-Peanut-Stückchen. Ich finde, hier könnte noch so eine richtige Erdnussbutter-Soße so ein bisschen drüber geträufelt sein. Sieht ja noch so geiler aus, noch mehr nach Erdnuss. Ist auch eine sehr helle Erdbeermarmelade. Auch ein bisschen mehr Kontrast, dann würde es nicht aussehen wie Pfirsich. Wäre einfach fürs Auge schöner. Ich probiere jetzt mal die Marmelade. Mhm. Es ist nichts Besonderes, muss ich sagen. Schmeckt einfach wie eine günstige Erdbeermarmelade aus dem Supermarkt. Aber ist okay, also sehr, sehr süß. So, jetzt der eigentliche Teil, die Schnecke. Oh mein Gott, der Teig. Wie gesagt, alles vegan weg haben.
Und die haben eben auch diese Garlic Bun. Ich glaube, die wäre auch mega geil. Die machen das auch in Friedrichshain, nicht direkt dort vor Ort, aber in der Nähe. Und sie haben auch richtig geilen Kaffee. Mm. Dieses Teil, was ich gerade hatte. Boah, ist geil. Das ist so karamellisiert leicht. So fast schon crunchy gewesen. Das ist aber innen diesen Teig hier. Boah, das feiere ich ja mega, ne? Es gibt mir fast schon so Croissant-Vibes. Weil es dieses leicht fettige. Boah, ist das gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Krass, und jetzt hatte ich gerade, als ich sowas abgepult habe, totale Erdnuss-Vibes. Oh, dieses Karamellisierte am Rand. Ich sterbe dafür und das ist auch bei Zimt, das ist so gut. Also ihr seht, die sind auch schon richtig doughy. Wow. Und irgendwie, also so geil wie sie von außen ist, fehlt mir gerade, entschuldigt, aber es ist echt klebrig. Wo ist denn hier die Erdnussbutter? Irgendwie ist da keine. Da ist gerade nur Teig. Zwischen den Layers, ne? Also bei einer Zimtschnecke hätte man ja jetzt hier und hier ganz viel Zimt-Buttermischung. Also wenn das nur die Erdnüsse oben drauf sind, dann ist das ein bisschen lame. Ich meine, der Teig ist selbst schon so geil. Ihr seht es. Fluffig, aber trotzdem eben nicht trocken. Der ist nicht trocken, das ist das Gute. Aber ich weiß nicht, ob das eventuell... Was ist das? Das sieht fast aus wie Marzipan. Das kann doch kein Erdnuss sein, oder? Es ist einfach das, dass die Karmschnecken gefühlt nicht ganz durchgebacken sind. Das macht die so, so lecker. Aber leider. Also definitiv, ihr seht es hier auch nochmal, da fehlt Erdnussbutter innen drin. Wie gesagt, die Schnecke ist der Hammer. Der Teig ist der beste, den ihr bekommen könnt. Auch die Größe, Preis-Leistung. Es ist vegan. Ihr seht, ich kann gar nicht aufhören. Die sind alle auch immer außen so leicht karamellisiert, was einfach so lecker ist. Aber die Umsetzung bei der ist nicht so geil. Und das sage ich, wisst ihr, da seht ihr, ich bin ehrlich. Wir haben eine Kooperation mit denen, aber ich sage auch, wenn was irgendwie ein bisschen blöd ist. Und crazy, schaut mal hier. Das ist einfach so fluffy und moist, dieser Teig. Das ist so gut. Hier noch eine leicht salzige Erdnuss. Leicht salzig-süße Erdnussbutterfüllung. Würde sich so geil ergänzen zu dieser krass süßen Glasur und dem süßen Teig. So, und das ist die Schokoschnecke. Und die ist so geil. Die ist nach der Zimt meine Liebste. Die ist so krass schokoladig. Oh, sie ist einfach der Hammer. Diese fette Glasur obendrauf. Obwohl der Teig nicht schokoladig ist, schreit sie Death by Chocolate. Und sie ist so moist. Und ihr seht an den Fingermaus so richtig. Oh, ja. Also wenn ihr Schoko liebt, dann ist die Schnecke auf jeden Fall was für euch. Übrigens, der Laden ist in der Wühlestraße in der Nähe vom Boxhagener Platz in Friedrichshain in Berlin. Das hier war eine Koro X Karm Kaffee Schnecke mit Himbeer und Pistazien. Da hat mir ein bisschen der Pistaziengeschmack gefehlt und Himbeer auch. Also sie sah einfach schön aus und hat süß geschmeckt, aber ja, irgendwas fehlte mir. Ich hatte wohl aber auch so eine Pre-Version, die noch nicht, das war nur so ein Testing. Und auch Sammys Berliner Donuts kennt ihr aus meinem Donut-Video, deswegen nur ganz kurz. Die haben einen neuen Stand in der Arminius-Markthalle, beziehungsweise in der Moabiter-Markthalle. Das war schon komplett ausverkauft. Ich war am ersten Tag da, habe Sammy da kurz getroffen, habe diesen Banoffee-Donut geholt. Ich finde Sammys einfach richtig geil und definitiv, ja, anders, also deutlich besser als in einem anderen veganen Donutladen. Hammergeil, kann ich euch immer empfehlen. Das ist Round & Edgy. Ah, ja, ich meine, die machen Cookies. Sie machen aber auch Banana Pudding, der extrem gehypt ist und den testen wir jetzt zusammen. Das war eine Special-Sorte, die es nur in diesem Wochenende gab. Oder jetzt, nee, es ist immer monatliche Specials, glaube ich. Es gab mal Salted Caramel, jetzt ist es Peanut Butter und ja, seht selbst. Hello, hello, hello. Ich bin so gespannt auf Round Edgy und deren Peanut Butter Banana Bread Pudding. Oder nicht Banana Bread, sondern, sorry, deren Peanut Butter Banana Pudding.
Banana Pudding ist, glaube ich, in New York eines der most hyped foods, also der am meisten gehypten Essen, von der Magnolia Bakery dort. Und ich kann euch sagen, der ist richtig gut, den hatte ich selbst schon. Ich mag ihn sowohl frisch als auch tatsächlich schon über mein Haupt eingefroren, wie so ein Pint Eis. Und ich wollte euch jetzt gerade mal vorlesen auf der Instagram-Seite von Round AG, was genau das ist. Die hatten nämlich jetzt vor ein paar Wochen immer den Salted Caramel Banana Pudding und jetzt habe ich den Dark Chocolate Peanut Butter Fudge Banana Pudding bekommen. Also Schokolade vermutlich, weil Dark Chocolate Peanut Butter Fudge Peanut Butter und dunkle Schokolade. Okay, Fudge ist ja auch Schokolade. Oh, ich bin verwirrt. Entschuldigt. Also, hier steht: It's a heavenly cold creamy dessert of soft homemade dark choco cookies. Also dunkle Schokoladekekse sind drin. Dann, es muss kalt sein. Ich hatte es auch gerade im Kühlschrank. Sehr gut. Dann haben wir Peanut Butter Fudge Crumbles. Drizzled with salted caramel. Also wir haben eine Karamellsoße, eine Salzkaramellsoße. A hint of fresh bananas and layered with our fluffy peanut butter pudding. Super schnell ausverkaufen, gibt es nur Samstag an alle, die mal in Berlin sind. Und das ist in so einem 400 oder 380 Milliliter Becher drinnen. Und da seht ihr auch nochmal die Beschreibung. Produziert am 18.02. Es ist heute der 18.02. Also super frisch. Und zu verbrauchen bis 19.02. Allergene Zutaten über QR-Code. Also finde ich auch richtig fresh, dass sie das so machen. Sehr cool. Füllmenge 340 Gramm. Wir wiegen das Ganze mal. Ich weiß nicht, ob meine Waage so weit kommt. 377. Ziehen wir ungefähr 20 ab für den Becher. Sind wir bei 357. Also wir bekommen mehr, als wir sollten. Jetzt machen wir den Spaß natürlich auf. Selbst das Papier hier ist branded. Also... Es riecht krass erdnussig. Sieht nicht so lecker aus. Aber ich verstehe jetzt, was Peanut Butter Fudge Crumbles. Und zwar, die sehen halt aus wie Cookie Crumbles. Deswegen darf man sie Crumbles nennen. Yes. Sie sind aber ohne Schokolade, sondern einfach Erdnuss. Und sie werden wahrscheinlich die Konsistenz von Fudge haben. Also so leicht gooey zäh. Und sehen eben aus wie Crumbles. Und tatsächlich habe ich aus Versehen immer in meiner Eistest, was ich für Peanut Pretzel Munchies, den Swirl gemacht habe, da habe ich in meiner Testphase aus Versehen immer sowas gemacht. Da habe ich das mit dem Emulgieren noch nicht so ganz verstanden. Wasser, Fett und so weiter. Und habe durch Zugabe von diversen Sirupen in Erdnussbutter sowas kreiert. Und, also es soll ein Erdnussbutter-Pudding sein und den probieren wir jetzt auch zuerst. Ganz weich. Mhm. Mir schon von einer Mitarbeiterin sagen lassen, die übrigens mal meine war. Hallo liebe Adi, ich vermisse dich so sehr. I miss you so much. Der soll heftig sein. Mhm. Und es schmeckt. Es schmeckt auf jeden Fall nach Erdnussbutter. Könnte ein bisschen doller sein. Schmeckt auch minimal nach Banane. Aber es ist ein. Es ist nicht ganz, ganz typische Puddingkonsistenz. Es ist ein bisschen. Bisschen schleimiger. Schleimiger klingt so negativ. Will ich gar nicht. Es ist irgendwie. Ja, doch, aber es ist ein bisschen schleimiger als normaler Pudding, was an der Erdnussbutter liegen kann. Und an der Banane, an der Stärke aus der Banane vielleicht auch. Wir probieren jetzt mal diese Cookie Crumbles. Die sind übrigens natürlich wegen dem Wasser aus dem Pudding und so komplett aufgeweicht. Was auch der Sinn bei Banana Pudding ist. Auch diese Kekse, die man normalerweise reinmacht, diese Nilla Wafers, die müssen auch komplett aufgeweicht sein. Dann ist es wie so ein Tiramisu. Im Endeffekt ist es eine Interpretation von Tiramisu. Nur eben mit Banane. Und jetzt halt nochmal Interpretation der Interpretation als Peanut Butter Version. Also die haben einfach deren Schoko-Cookie-Crumbs, wahrscheinlich von deren Schwarz-Weiß-Cookie, da reingehauen. Also den gleichen Teig. Mmh. Und halt, stopp. Es ist nur außenrum aufgeweicht. Innen drin ist es immer noch crunchy. Und ehrlich gesagt bin ich froh darüber. Ich finde es geil, dass es nicht komplett durchgeweicht ist. Mmh. Oh, das schmeckt so geil nach Schoko-Cookie. Ich bin gerade richtig happy. Oh mein Gott. Bisher ist das mein Favorit dieses Dings, diese Cookie-Chunks da drinnen. Hammer. Lass uns mal diesen Crumble probieren.
Mal schauen, ob das das ist, was ich vermutet habe, oder war es doch was anderes? Mhm, doch. Das ist genau das. Das ist geil. Kann man noch reinhauen. Es ist aber wirklich mächtig. Das ist eine ganze Bananenscheibe. Da. Ihr seht, wie vermischt das ist. Also hier unten sind Brownies. Dann gleich wieder Peanut Butter Crumbles. Dann diese Schokocookies. Die sind wirklich überall. Also, im Endeffekt ist das hier Chunks Ice Cream ohne Ice Cream. Sondern statt Ice Cream, weil man keine Eismaschine hat, einfach Pudding in die Mitte gehauen. Und auch von der Menge an Chunks drin und diesem Swirl ist es einfach. Stellt euch so einen Chunks Pine vor. Nur eben, dass ihr nicht gefroren. Könnte man wahrscheinlich sogar auch einfrieren, wäre vielleicht ein bisschen eisig durch den Pudding, aber ja. Und ich merke es, ist mächtig. Aber ich meine, die Kombi Banane, Schoko, Erdnussbutter, da kann man halt auch nichts falsch machen, ne? Dann war ich in der Markthalle 9 in Kreuzberg mit dem lieben Sven, liebe Grüße gehen raus, bei Muja. Und Muja ist eine vegane Pralinenmanufaktur, die von Marie geführt wird. Die wurde 2015 als beste Jungkonditorin ausgezeichnet, hat aber auch Erfahrung in der Spitzengastronomie gemacht und macht jetzt ihre wirklich krassen Pralinen. Also ich glaube, eine hat auch zwischen 3,50 und 4 Euro gekostet, eine Praline, aber also allein schon von der Optik so worth it, und wenn man die Story dahinter kennt, einfach so krass. Sie sind alle vegan, sie hat richtig geile Sorten, jede Praline ist wirklich ein Kunstwerk für sich, also da wird mit Handarbeit wie so ein Graffiti drauf gemalt, das ist so krass. Ich habe euch hier kurz ein paar Impressionen von der Markthalle gezeigt, und weil das ist Sironi, das ist eine Bäckerei, die auch ein sehr bekannter und beliebter Foodspot ist. Und jetzt seht ihr gleich, wie ich meine 4 kleinen Pralinen bestelle. Und ja, wow. Dann auch noch selbst verkauft. Und die gibt es übrigens auch in der Nähe vom Rosenthaler Platz in so einem Schokoladenladen. Ich nehme auf jeden Fall einmal Pistazie. Ja. Ja. Dann. Oh. Ein Zuckerfrucht ist auch noch sehr beliebt, wenn du was Fruchtiges magst. Ja, frucht ich gerne, aber tatsächlich Passionsfrucht ist die einzige, die ich nicht so mag. Mango Kokos. Ja? Ja. Und dann. Ja, erstes Karamell muss sein. Ja? Sieht auch toll aus. Ja. Cool. Wow. Und am besten in den Kühlschrank stellen. Ja. Und von der Seite immer abbeißen. Weil die unterschiedlich geschichtet sind. Okay, und dann sieht man das auch noch so schön, ja. Genau, dann hat man alles dabei. Ich glaube, ich schneide sie auf. Ja. Geil. Danke. Cool. Achso, bezahlen. Laufe ich einfach weg. Hallo ihr Lieben, es ist fast Ostersonntag und ich will jetzt endlich mal diese Muja-Pralinen probieren. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es ist einfach so schön eingepackt. Hier sind nochmal die Sorten. Und Mango-Kokos hatte ich ja. Dann hatte ich Erdnuss-Karamell. Ich glaube Pistazie. Und I don't know. Schokotrüffel oder Haselnuss-Crunch? Wir werden es sehen. Vielleicht, ich hoffe, die leben noch, weil ich sie, wie gesagt, eingefroren hatte. Sieht gut aus. Genau, Pistazie, Mango-Kokos, das ist Erdnuss-Karamell und Schokotrüffel. Ja. So, und jetzt lass uns doch mal schauen, was ein so ein Pralinchen wie. Oh, ich will die gar nicht ehrlich. Das sind die teuersten Pralinen, glaube ich, die ich in meinem Leben hatte. Okay, 13,1 Gramm die eine. Okay, also alle so um die 13 Gramm, würde ich sagen.
Oh. Okay, die sind doch besser zum Aufbeißen. Oh, wow. Mhm. Oh mein Gott. Mal davon abgesehen, dass das Auge mit ist und diese Graffiti-Pralinen einfach so toll aussehen, ist das einfach eine pure, flüssige Karamellfüllung da drin. Boah. Seht ihr die ganze Erdnuss? Und ist auch nicht zu süß. Crazy. Also ultra gut und ich freue mich jetzt richtig krass auf die anderen. Ist aber nicht diese chewy, feste Praline, die man erwartet, sondern es ist eher wirklich wie eine Schokohülle mit einer ganz weichen Cremefüllung. Könnten auch eingefroren gut schmecken. Vielleicht werden wir eine davon auch mal eingefroren probieren. Aber krass, echt relativ herb, gar nicht so süß. Alles klar, wir probieren jetzt mal noch die anderen. Ich hatte die jetzt eingefroren. Okay, ich probiere jetzt mal die Pistazie zuerst. Ihr seht, die sind geschichtet. Also die war geschichtet, die hier war mit der Erdnussfüllung. Und die hier sind einfach nur so eine pure Schokofüllung und Pistazienfüllung. Außenrum ist dann eben immer Schokolade, die so schön graffiti-mäßig besprüht ist. Und das ist wie so eine pure Pistaziencreme, die Füllung. Wie so eine Pistazien-Ganache eigentlich. Und die ist schon süß, aber auch wieder nicht zu süß. So nice. Und ein richtig toller, natürlicher Geschmack. Jetzt probiere ich mal die hier. Die Mango-Kokos. Ja, fast so schön aus. Ich meine, wow. Die hat Crunch. Oh mein Gott. Leute, die schmeckt unglaublich gut. Heftig. Die hat so eine extrem, wow, krassen Fruchtigkeit, als würde man eine pure Mango essen. Da ist pures Mango-Püree drinnen. Und unten drunter ist so eine crunchy Kokosschicht. Ihr seht da dieses Crunch-Ding in der Mitte, da unten. Also die feiere ich gerade am allermeisten einfach, weil die so intensiv fruchtig schmeckt. Da war diese fast schon langweilig dagegen. Die ist geil, wenn man auf Pistazie steht und Schokolade. Sehr basic, aber geil. Aber die ist richtig besonders. Oh mein Gott. So, und jetzt mal die Schoko. Krass, das sieht aus wie so ein Sternenhimmel. Weiß nicht, ob da noch Nuss mit dabei ist. Hat irgendwie was schokoladig-nussiges, aber lange nicht. Also ist auch süß, aber nicht lang nicht zu süß. Also nee, gar nicht. Ist sehr herb auf jeden Fall. Hat eine gewisse Süße, aber ihr müsst so dunkle Schokolade-Nuss-Typen sein. Ich glaube, da sind wirklich so ein paar Nussstücke drin, die so einen Crunch geben. Oder sind Kakaonips. Aber es hat so ein bisschen nussigen Geschmack, deswegen glaube ich schon, dass das Nussstückchen sind. Wow. Boah, krass. Also ich muss tatsächlich sagen, einfach weil das so Frucht und Kokos in your face ist, dass mir die, weil sie am besondersten ist, einfach am besten gefällt. Danach kommt, glaube ich, die Pistazie, weil ich Pistazien liebe. Dann kommt die Schoko, weil die, ja, ich auch Schokolade liebe. Sie könnte für mich ein bisschen süßer sein, persönlich. Aber ich glaube, gerade für Leute, die eben nicht so süße Pralinen mögen, ist das echt, echt cool. Und das ist halt was fürs Auge. Und die Erdnuss ist auch richtig gut, aber die ist mir fast schon nicht besonders genug. Die könnte ein bisschen, ich finde, die Füllung könnte irgendwie mehr Wumms haben. Entweder mehr Süße oder mehr Salz. Aber, also, ja, wahrscheinlich mehr Salz, weil die ja nicht so auf süß gehen, die Pralinen. Die sind alle so geil. Absolute Kunstwerke an sich. Jeden Cent wert. Und ich werde auf jeden Fall nochmal hin und mich durch andere durchtesten. Also wenn ihr mal was richtig Besonderes für euch oder als Mitbringsel aus Berlin haben wollt, holt euch das. Und vegan sind sie halt auch alles so krass. Pralinen leer. Ich wollte nochmal kurz korrigieren. Die Erdnusspraline hat schon auch Wumms. Also die ist schon auch, hat dieses süß-salzige. Aber hätte ich gar nicht erwartet, dass diese Kokosmango-Praline mich so abholt. So, und last but not least bin ich mit euch im Koko-Café gewesen mit Sven und Chrissy. Ich hoffe, das ist okay, dass sie im Video ist. Wenn nicht, bin ich jetzt tot. Store-Managerin, da ist sie noch im Café in Mitte. Es gibt aber jetzt auch ein Café in der Hauptstraße. Sie bekommt in beiden Cafés, die sind vom Sortiment her sehr ähnlich, fast gleich,
auch Kuchenprodukte, die ihr sehen könnt. Und dann angefangen hat es damit, dass ihr den Banana Breads, ganz guten Kaffee, richtig geile Kaffeemaschinen habe ich auch in der Barista-Schule mitgemacht und dann eben diese Sandwiches. Und es ist auch so ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, also richtig crazy. Die in der Hauptstraße in Schöneberg sind nochmal viel, viel größer. Die Sorten sind aber ähnlich, aber sie verbessern die auch die ganze Zeit. Also da wird immer dran gearbeitet. Raw Cakes gibt es auch noch, es gibt Banana Bread oft, es gibt Croissants. In dem Café in Schöneberg gibt es auch noch Cheesecake und ja, es wird immer erweitert und wir bekommen natürlich diese ganzen Koro-Snacks da auch. Und wie gesagt, eben Kaffeesaft auch frisch gepresst, den ihr da sehen könnt. Und ich muss sagen, am Anfang fand ich den sehr weird, den Americano, weil der doch irgendwie anders schmeckt. Ganz, ganz komisch, aber mittlerweile feiere ich ihn so sehr und liebe ihn. Ja, und Getränk gibt es auch. Das ist eben die Location in Mitte. Und jetzt gibt es auch noch einen Schöneberg und keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ja. Ich hoffe, da waren ein paar Foodspots dabei, die ihr jetzt auch vielleicht besuchen wollt. Ich kann euch alle empfehlen. Vielleicht habt ihr rausgehört, welche ich am geilsten fand. Do it. Berlin hat so geile vegane Sachen.